Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute was super cooles für euch, nämlich Essknete. Das ist Knete, die man essen kann. Ich hatte euch schon mal ein Rezept gezeigt, wie man diese Essknete selber machen kann. Ich bin jetzt also umso gespannter, wie diese essbare Knete hier funktioniert. Hier steht noch Kneten, Backen und Naschen. Das heißt, diese Knete, die kann man auch backen. Ist das dann nicht eher vielleicht sowas wie Keksteig? Wir lassen uns mal überraschen. Hier steht Knet die Knabberkrabbe. Gibt es vielleicht noch in verschiedenen Motiven oder auch Farben. Das hier ist jetzt rote Essknete. Hergestellt wurde sie von Sarah und Luisa. Wer sind die denn? Und geeignet ist sie für Kinder ab... Steht hier gar nicht. Ich schätze mal ab 3 Jahren ungefähr. Diese Essknete werden wir jetzt uns mal genauer anschauen und dann auch ausprobieren. Hier haben wir eine Spritze. Okay. Keine Ahnung, wofür man die braucht. Und so ein Päckchen mit einem Pulver. Was wir noch dazu mischen müssen, sind 15 Milliliter Wasser laut Packung. Und dann sollten wir diesen Teig backen können, also daraus wirklich Kekse machen. Ich denke, im Prinzip wird das sowas sein wie ein Keksteig, allerdings einer, der rot eingefärbt ist. Und diese Spritze hier, ich denke mal, die ist dafür da, um diese 15 Milliliter Wasser abzumessen, weil das doch eine sehr geringe Menge an Wasser ist und man eventuell mit einem Messbecher das nicht so gut hinbekommt. Ich bin etwas verwundert. Wir schauen mal in dieses Pulver hier hinein. Und es ist wirklich eine Backmischung mit einem rötlichen Pulver. Ich denke, das wird dann auch richtig dunkelrot, wenn wir da Wasser hineingemischt haben. Und daraus kann man dann irgendwelche Tierchen formen, wie zum Beispiel diese Krabbe, und das Ganze dann in den Backofen tun für 12 bis 15 Minuten. Also Essknete ist vom Prinzip her Keksteig, so wie ich das verstanden habe. Wir werden diese Essknete im nächsten Video mal gemeinsam ausprobieren. Ich bin mal gespannt, wie die schmeckt. Ansonsten, wenn ihr euch die nicht kaufen mögt, schaut euch gerne nochmal mein Rezept zu der essbaren Knete an. Die bestand hauptsächlich aus Erdnussbutter und Honig. Ich glaube, da war noch ein bisschen Mehl oder Stärke dabei. Ihr könnt natürlich auch gerne alternativ statt Honig oder statt Erdnussbutter Nutella verwenden. Und dann gucken wir mal, was diese Essknete hier die Knabberkrabbe-Knete so kann. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, hinterlasst mir nette Kommentare und vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!